Den Abschluss der 80er Jahre bilden natürlich nochmal die beiden besten Autos aus der Zeit, angefangen mit dem Porsche 959. Er kam 1986 auf den Markt und war spontan sofort das beste Auto und schnellste straßenzugelassene Auto oder schnellstes Production Car, wie man auch sagen kann, der Welt. Er hatte eine voll einstellbare Aufhängung, ein komplexes Allradsystem, sogar Reifendrucksensoren mit Magnesiumfelgen und wog dabei 1350 Kilogramm. Er gilt als besonders seltenes Auto, denn nur knapp 300 Stück davon wurden je gebaut. Knapp ein Jahr lang hielt die Dominanz des Porsche, denn dann brachte Ferrari seinen F40 auf den Markt, anlässlich des 40. Geburtstages der Marke Ferrari. Ursprünglich sollten nur 450 Exemplare gebaut werden, allerdings aufgrund hoher Nachfrage wurden über 1300 Stück letztendlich gebaut. 1,4 Millionen ist der heutige Sammlerwert, das Auto hat nichts. Es ist perfekt ausgelegt für minimales Gewicht bei nur 1250 Kilo. Es wurde ganz dünn nur lackiert, man kann das Carbon durch den Lack durchsehen. Das Auto besitzt innen nicht mal einen Türgriff, sondern nur ein Kabel, um die Tür zu öffnen. Innen ist auch alles aus Carbon-Kevlar. Keine Klimaanlage, kein ABS, keine Servolenkung. Es sollte das purste Racing-Auto sein. Der Porsche-Motor leistet 457 PS bei 2,8 Liter Hubraum V6 und einer 6-Gang-Schaltung. Der Ferrari-Motor leistet 484 PS, hat somit über 30 PS mehr als der Porsche, bei 2,9 Liter Hubraum V8.